Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues, ist immer was los. Der König ist sehr aktiv, hat viele Kontakte, Gespräche, er ist unternehmungslustig. Er macht gerade auch sehr viel Sport. Die Königin braucht zurzeit mehr Ruhe. Sie will nichts übertreiben. Das sollte sie auch nicht tun. Sie bekommt etwas gerade gespiegelt. Und das ist sehr ungerecht. Sie bewahrt aber ihre Ruhe und untersucht etwas. Sie schaut in die Tiefe und erkennt die Zusammenhänge. Sie hat einiges entdeckt. Aber die Königin ist hin und her gerissen. Sie weiß nicht, ob sie dieses Geheimnis offenbaren soll oder nicht. Das ist gerade ihre Überlegung. Ich denke, sie wird warten auf den richtigen Moment. Und bis dahin wird sie noch schweigen. Ein Bote nähert sich und bringt eine wichtige Nachricht. Es ist nicht angenehm, aber das muss geklärt werden. Der hübsche Prinz ist auf dem Weg. Übermorgen trifft auch ein. Und das ist doch wundervoll. Und die schöne Prinzessin wird sich freuen. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe. Die Berechnung ist nach indischen Astrologie. Sonne befindet sich in Zwillingen. Viele Kontakte, Gespräche, auch mehr Leichtigkeit. Und das, was der König gerade macht, wird von Aldebaran bestrahlt. Und das ist Klarheit. Aldebaran ist ein königlicher Stern, der Auge des Stieres. Macht etwas sichtbar, klärt etwas auf. Und diese klärenden Gespräche wird der König auch führen. Mond bildet sich in Opposition zum einen rückläufigen Jupiter. Da wird was gespiegelt. Für die Königin wird etwas gespiegelt. Und das ist die Ungerechtigkeit, das ist die Jupiter-Energie. Die Königin schaut in die Tiefe, blickt in Richtung Skorpion. Und sie wird auch was entdecken. Es kommt auch ein guter Einfluss von Saturn und Pluto auf die Jupiter-Energie. Die Königin ist unsicher. Soll sie das veroffenbaren oder lieber schweigen? Und das löst aus ein Mond-Saturn-Quinkungsaspekt und ein Mond-Pluto-Quinkungsaspekt. Eine Nachricht nähert sich. Es ist unangenehm. Und das trifft ein in 9 Tagen ein Merkur-Uranus-Verbindung, ein Quadrataspekt und das ist Spannung. Mars und Venus treffen sie sich in 3 Tagen, das heißt, der junge Prinz ist unterwegs und in 3 Tagen trifft mit der Prinzessin. Und das war die Hintergrundinformation für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.